im Feendorf, Dr. Alfus. Yes! So, wir sind hier einmal angekommen. Ist es nicht schön? Endlich kann eine Fee werden. Danke, danke, danke. Tja, immer gerne. Ja, kommen Sie mit, wir zeigen Ihnen alles so. Genau, stimmt, genau. Wir können Sie einmal rumführen. Ihr habt meinen Traum wahr werden lassen. Das ist schön, das hört man immer gerne. Ja, also wie gesagt, wir bleiben auch nicht mehr lange, also endlich im Feendorf sein. Was für ein Wunder. Der geht hier, glaube ich, nie mehr weg. Ja, genau, was ich sagen wollte, der kann eigentlich in unsere Wohnung, easy, oder? Weil wenn wir ausziehen, dann kann er ja einziehen. Genau, dann können Sie die Wohnung übernehmen. Dann können Sie hier für immer wohnen, wenn Sie das denn möchten. Hier ist der große Gemeinschaftsbaum. Moment, hier ist erstmal der Marktplatz da vorne. Yes! Und dann können wir noch kurz die Wohnung zeigen. Und zwar sind die alle in so einem großen Baum. Den sieht man da oben schon. Oh Gott, das sieht immer wieder, wenn man klein ist, so beeindruckend aus. Ja, ne? Okay, bitte. Wie das wohl ist, wenn man hier groß wäre. Oh mein Gott. Wie so ein Riese im Miniaturland. Ja, ne? Ja. Ist genau. Ja cool. Hier einmal hoch und dann durch den Baum einmal hoch. Die Treppe. Und die Wohnung ist dann einmal ganz... das ist nicht meine Wohnung. Nee, das ist nicht die Wohnung, Kirsti. Nee, die Wohnung ist genau da. Wusste ich. Ich war auch bei den Pfadfindern und so. Und ihr kennt immer noch nicht ihre Wohnung. Ja gut, wir ziehen jetzt aus und ich habe es nicht geschafft, mich jemals hier zu orientieren. Oh Gott, das ist... nee, machen Sie sich gemütlich. Wir müssen jetzt unbedingt schnell los. Und zwar müssen wir die Essenzen ja wieder an Ort und Stelle zurückbringen. Richtig. Richtig. Gut, ja, let's go. Dann hoch. Wie kommen wir jetzt runter? Vielen Dank, dass ich eure Wohnung übernehmen darf. Gar kein Problem. Wir helfen, wo wir können. Ihr seid meine Glücksfeen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, machen Sie es gut. Das ist sehr süß. Okay, schnell, dass die Essenzen zurückbringen. Dann können wir auch wieder Feen sein. Genau. Oh mein Gott, ja, dann können wir wieder fliegen. Yes, wir müssen und Wasser rumschießen. Ich schmutze mich nass, aber sowas von. Ich fühle mich einfach trocken. Oh, okay. Ja, dann hoch geht's. So. Warte, wie heißt er eigentlich? Onkel Avatius, Onkel Avatius, wir sind wieder da. Wir haben die Essenzen. Der ist hier oben. Wir haben ihn so oft einfach nur Mentor genannt, dass ich mit dem Namen so durcheinander komme in der Bibliothek. Ja, hier ist er. Okay, hier einmal Feuer, einmal Erde, einmal Wasser und einmal die Luftessenz. Hast du ihm alle gegeben? Yes. Nice. Hab ich. Die Essenzen. Ihm geht's scheinbar besser. Sollen wir gleich mit runterkommen? Oh ja, stimmt. Mit dem Blitz und so, ne? Ja, ja. Sollen wir mit in den Essenzenraum immer kommen? Ja, oder? Ja, lass uns. Damit wir auch sehen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Wie cool. Ah, endlich. Ich bin müde, ich lege mich nicht. Ja, gute Nacht. Okay, passt das alles? So eine Freude. Ich werde sie später gleich einsetzen. Alles klar, dann kümmern Sie sich darum. Die Izzy und ich würden jetzt so langsam aus dem Feendorf abreisen. Es war eine schöne Zeit, aber ich denke, das nächste Abenteuer ruft. Wir sehen uns bestimmt nochmal, bevor wir gehen. Ansonsten machen Sie es gut. Tschüss. Au, warum haust du mich immer? Hey. Die Essenzen sind wieder eingesetzt. Wollen wir versuchen zu fliegen? Ja, warte, warte. Sobald wir draußen sind, oder? In der frischen Luft? Lass runterfliegen, okay? Oh ja. Okay, warte. Warte. Nice! Oh, oh mein Gott. Warte, irgendwie fühlt sich das nicht an wie fliegen. Ich falle einfach nur. Ich bin die schlechteste Fee aller Zeiten. Wieso kann ich nicht fliegen? Ist das so, dass Luftfeen einfach... Kannst du nicht fliegen? Okay, ja, egal. Vielleicht sind die Essenz noch nicht drin. Er meinte ja erst, er macht das gleich. Vielleicht ist dann schon eingesetzt. Dauert wohl ein bisschen. Die Kräfte, sie sind noch nicht ganz wieder da. Ich kann nur über den Boden rennen. Okay. Oh, es geht. Was ist los? Ich kann fliegen. Ja. Nein. Okay, komm, lass mal ins Dorf fliegen. Oh mein Gott. Ich wollte schon immer mal mit dir rumfliegen. Oh, es ist so viel praktischer, einfach fliegen zu können. So ist es also normalerweise im Feendorf. Wir haben es ja gar nicht richtig erlebt. Ja, das stimmt. Voll cool. Überleg, wir waren so wenig, einfach nur richtige Feen, die tatsächlich auch unsere Kräfte hätten. Im Vergleich zu... einfach nur, wir müssen das Dorf retten. Und am Anfang wussten wir auch noch nicht, was wir für Kräfte haben. Das hat ja erstmal einen Moment gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Das ich stimmt. Muss sagen, ich bin super zufrieden als Wasserfee eigentlich. Ich finde das echt cool. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es nicht ändern. Aber und eigentlich du? Bist du nur einen Tag wirklich Wasserfee, eigentlich weil wir jetzt schon wieder gehen. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber das ist... Jetzt kommen wir auch problemlos hier oben hin. Schau mal. Wo? Na, hier. Oh, ich habe mich immer gefragt, wie die Feen da, also hier so reinkommen, weil die sind ja gar nicht angeschlossen. Oh genau. Gott, was die jetzt machen mussten, während die Essenzen weg waren. Sind bestimmt irgendwie zu ihren Freunden oder so gezogen. Oh Mann.
Okay. Ja, dann wollen wir uns das von... Das noch den anderen Tschüss sagen, genau, oder? Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns von Lilly, sag ich schon, Mimi und Leo verabschieden. Das war eine Kombination aus den beiden Namen. Okay, oder dann erstmal zum Leo, oder? Warte, der ist hier. Warte, sag nichts. Sag nichts. Der ist hier. Okay, warte, ich verwandle mich zurück. Okay. Nice, ich habe mich auch zurückverwandelt. Ah, perfekt, super. Dann... Dingel mal. Rein hier, oder? Oh, ist er okay, ohne Klingel? Ja. Na gut, von mir aus. Bist du da? Hallo, Leo. Nee, Leo ist nicht zu Hause. Naja. Komisch. Dann gucken wir vielleicht erstmal bei Mimi vorbei, oder? Ja, lass uns zu Mimi gehen. Vielleicht sind wir auch zusammen vielleicht in einer Wohnung. Kann ja auch das sein. Das kann natürlich sein. Okay, warte, klingel mal. Ich geh mal reinschauen. Okay. Hier ist gar keine Klingel. Mimi hat keine Klingel? Ist Mimi da? Da bin ich ja. Oh, guck mal, da ist sie. Hallo, Mimi. Wir wollten kommen, um uns zu verabschieden. Die Easy und ich, wir würden so langsam das Feendorf verlassen. Ich werde euch vermissen. Ja, wie dich auch. Du warst eine ganz nette Nachbarin, auch wenn du manchmal nicht... Aber sie war wirklich nett. Sie war wirklich eine Liebe. Sie war nur, manchmal hat sie einen aus dem Bett geklingelt um 3 Uhr morgens, weil sie ihre Wohnung nicht gefunden hat. Mimi, ich habe ein Geschenk für dich. Danke, ihr wart tolle Nachbarn. Schaut mal wieder bei Leo und mir vorbei. Ja, sicher, wir sehen uns sicher mal wieder. Was hast du ihr geschenkt? Eine Maditenmaske. Ja, da wird sie sich sicher freuen. Was? Leo? Ja, Leo hat mich gefragt, ob ich seine Freundin sein will. Ist das nicht aufregend? Oh, ich wusste gar nicht, dass die zwei sich so gut verstehen. Aber das ist ja niedlich. Okay, dann wünsche ich euch zwei viel Glück. Oh, danke für die Kekse. Ja, danke. Setz mal die Maske auf. Ja, setz mal die Maske auf. Er wohnt doch direkt nebenan. Das ist echt super. Ja, aber setz mal die Maske auf. Ich glaube, sie freut sich gar nicht so über die... Nee, okay. Ja? Mach's gut, viel Spaß, Leo. Viel Spaß auch mit der Banditenmaske. Yes. Okay, dann schauen wir nochmal bei Leo vorbei, ne? Und zack. Der ist... Mach's gut. Ja, tschüss. Warte, ich sehe bei dir nur einen Keks durch die Wand scheinen. Ist Leo zu Hause mittlerweile? Ja, weiß ich nicht. Ich bin hier. Ich glaube, ich bin in die falsche Wohnung. Hä? Ja. Ja, was willst du denn da? Schau. Also, ich war ja bei den Pfadfindern. Deswegen wusste ich, dass das... ich wollte eine Falle stellen. Okay, müsste doch hier sein. Okay, Leo, bist du zu Hause? Oh, hallo Leo. Wir haben von dir und Mimi gehört. Erstmal alles Gute und die Easy und ich, wir würden langsam gehen. Wir machen uns auf den Weg. Wir wollten nur vorbeikommen, um Tschüssi zu sagen. Dankeschön für das Retten vom Feendorf. Ach, immer gerne. Also, ja, also. Irgendjemand muss es ja tun. Ich will mir gar nicht ausmalen, was sonst hätte passieren können. Ja, das stimmt, das wäre tatsächlich nicht so schön geworden. Leo, ich habe ein Geschenk für dich. Oh Gott, was? Hier, eine Chilischote, lass sie dir schmecken. Zum Glück wart ihr da, um zu helfen. Ja. Gerne, immer wieder. Viel Spaß mit deiner Chilischote. Viel Spaß. Viel Erfolg auf eurer Reise. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sicher, mach's gut. Okay. Haben wir es denn? Ja, wir haben's. Okay. Okay, auf geht's. Au. Da kann man schon fliegen, man wird trotzdem geschubst. Ich wollte mich gerade verwandeln, aber nein, ich werde runtergeschmissen. Oh, da ist der Mentor. Den sollten wir vielleicht auch nochmal gerade. Onkel Avatius, vielen, vielen Dank für die ganze Hilfe. Machen Sie es gut, es war schön, Sie kennenzulernen. Ja, machen Sie es gut, Sir. Ah, die Zeit des Abschiedes ist also gekommen. Ja, genau, wir würden uns jetzt so langsam auf den Weg machen, bevor es dunkel wird. Wir wollen nicht nachts unterwegs sein, das ist immer ein bisschen blöd. Ein wenig traurig, dass ihr uns verlasst. Aber ich verstehe das schon. In eurem Alter wollte ich aber auch losziehen und die Welt erkunden. Ja, siehst du? In unserem Alter? Okay. Wir sind noch nicht so alt wie er. Sie sind doch noch gar nicht so alt. Guck mal, sie haben sich auch gut gehalten. Das stimmt. Mitte 30 würde ich schätzen. Anfang. Ende 20. Eigentlich schon. Eigentlich noch Gymnasium. Oder Realschule oder wo auch immer sie waren. Wieso hast du keine bärtigen Jungs in deiner Klasse? Doch. Und normalerweise, ne? Trendfarbe mit diesen silbernen Haaren. Also mit dem... Ja, mit der Zeit. Grau. Und genau. Lachse, ich hatte auch schon mal graue Haare. Nein, aber machen Sie es gut. Ja, Sir, machen Sie es Habt eine gute Reise und denkt dran, ihr seid hier immer willkommen. Dankeschön, das ist lieb. Tschüss. Wir kommen bestimmt wieder. Wir kommen bestimmt mal wieder. Das sagen wir jedes Mal, wenn wir irgendwo weggehen. Sind wir so, ja, wir kommen sicher mal besuchen, aber dann sind wir einfach nie wieder da. Aber irgendwann mache ich das mal zum Special. Dann irgendwann wäre das das wäre voll cool. Dann können wir alle Orte nochmal besuchen. Können wir die Leute nochmal treffen. Vielleicht treffen wir die Charaktere ja nochmal. Das klingt jetzt nicht überzeugend. Mein Katz hat mich gerade gekratzt. Oh.
fehlt. Oh, da ist er. Sprout! Sprout! Hi, wir gehen. Magst du uns noch ein letztes Mal aus dem Feendorf raus begleiten? Das klingt gut. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ich halte lieber Abstand zu Sprout. Ja, stimmt. Weil er so riesig ist. Okay, dann wir folgen dir. Oh, ich freue mich schon, dass wir gleich wieder groß sind. Das ist immer... Dann ist Sprout so viel kleiner. Im Vergleich. Stimmt. So ist ein bisschen... Ich muss sagen, ich bin großer Fan von Sprout. Ich hoffe, Sprout sehen wir wirklich bald wieder. Also die anderen ja, können wir echt mal besuchen. Cool. Aber Sprout... Also ich meine, es kann ja sein, dass wir dem nochmal über den Weg laufen. Ja, das stimmt. Okay. Oh, guck mal, hier waren wir noch ganz am Anfang, als wir unsere Feenprüfung gemacht haben. Hier hinten. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, das war hier. In diesem See, ne? Ja, ja, genau, genau. Wollen wir nochmal hingehen? Ja, lass uns nochmal hingucken. Okay. Ich meine, wir brauchen die ja nicht nochmal machen, aber guck mal, hier steht stimmt, das noch an der Wand. Ist die Aufgabe gewesen und dann haben wir die Prüfung geschafft, dann war da hinten der See, da haben wir uns verwandelt. Wie sind wir damals denn da hochgekommen? Da waren wir doch groß, als wir hochgekommen sind. Ah, da waren wir noch groß. Ja. Stimmt, das da haben wir das erste Mal verwandelt. Dann werden wir eh wieder groß. Ja, ja, stimmt. Okay, dann lass uns rausgehen. Und endlich wieder groß. Haha! Kleiner Sprout. Ja, Sprout, wie fühlt sich das an, wenn Leute hüpfen und der ganze Boden wackelt? Yes! Ja, nicht so viel futtern. Ah, sorry. Okay, nimm meinen letzten Keks. Ich habe keine Selbstkontrolle. Okay, gut. Sprout, mach's auch gut. Ich hoffe, wir sehen dich nochmal. Tschüssi. Und hier lang, oder? Ja, genau. Super. Okidoki. Gut, das war's dann aber auch mit der letzten Folge von Minecraft Fairy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr alles nochmal hintereinander weggucken möchtet, dann verlinke ich euch am Ende nochmal die komplette Playlist, falls ihr irgendwelche Folgen verpasst habt vielleicht. Oder ihr wollt das Projekt einfach nochmal schauen. Kann ja sein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und bei der Easy vorbeizuschauen. Dann seht ihr yes. da viele weitere coole Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.